Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals Tech Check. Und heute geht es mal um ein Schraubendreher-Feinmechaniker-Set und das wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Bleibt also unbedingt dran und dann sehen wir uns auch gleich wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Heute gibt es mal ein kleines Video zu einem Feinmechaniker-Schraubendreher-Set und es ist hier 122-teilig und das wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Das Set ist hier von der Marke E-Durable und es kostet hier roundabout 17 Euro und ist hier eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier sehr gut und auch hier bei Amazon sehr gut bewertet. Das Set werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut also mal rein, klickt mal den Link an und dann könnt ihr euch hier nochmal über das Set in aller Ruhe selbst eure Meinung bilden. Ich würde sagen, wir schauen uns das Set jetzt also hier mal in aller Ruhe an, machen das mal auf und gucken mal, was hier so drin ist. Also, die Verpackung ist hier sehr unscheinbar, ein ganz normaler Karton. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir das auf. Also, es kommt so daher. Hier mal so eine schöne praktische Matte. Da kann man jetzt zum Beispiel Schrauben drauflegen und sortieren. Wenn ihr gerade vielleicht mal euer Handy aufschraubt oder andere Sachen damit macht, dann könnt ihr hier die Schrauben schön in diese hier einzelnen Flächen dann reinlegen. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass es anscheinend hier magnetisch ist. Das werden wir uns nachher aber dann nochmal anschauen. Also ihr legt es praktisch so hin, dann legt ihr die Schrauben da drauf und dann geht auch garantiert nichts verloren. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch hier gleich mal kurz zum eigentlichen Set über. So sieht es aus. Ich tue mal den Karton weg und dann können wir das hier schon sehen. Es ist hier sehr kompakt gehalten. Wir haben hier sehr viele Bits drin und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt hier einfach mal kurz auf. So sieht es also hier im Detail aus. Ihr könnt schon sehen, hier ist wirklich einiges drin, sehr viele Bits. Hier auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Werkzeug. Wir werden mal kurz hier die eine Hälfte uns mal anschauen, bevor wir dann die andere aufmachen. Das ganze Set könnt ihr hier oben einfach irgendwo an die Wand oder so hinhängen, was ich auch sehr praktisch finde. Und es ist alles hier wirklich sehr schön und hat alles seinen Platz. Wir machen das mal kurz auf und dann gehen wir hier mal kurz die einzelnen Sachen durch. Wir haben also hier sehr viele Bits drin, von ganz normalen Kreuzschlitz bis hin zu Torx und irgendwelche anderen Sonderbits. Wir werden uns jetzt mal hier kurz einen rausholen. Die sind auch hier wirklich sehr kompakt, wie ihr schon sehen könnt. Wir holen uns gerade mal den hier raus und schauen uns den mal im Detail an. Also, so sieht er jetzt hier von der Verarbeitung her aus. Macht auf mich jetzt erstmal einen guten und hochwertigen Eindruck. Ich denke mal, da kann man sich nicht beschweren für den Preis und auch sonst ist hier eigentlich alles in Ordnung. Dann gucken wir uns nochmal ein paar andere Bits an, vielleicht gerade den hier und auch dort sieht es gut aus, kann es hier keine Qualitätsmängel feststellen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, dass auch hier wirklich sehr viele ganz kleine Bits mit dabei sind, die man gerade bei solchen Minischrauben, gerade vom Handy oder bei anderen Elektro-Kleingeräten dann benötigt, dass man die hier dann damit aufschrauben kann. So, jetzt ist mir gerade schon etwas entgegengekommen und zwar sind es jetzt hier solche Plastikplättchen. Die gibt es auch hier in verschiedenen Farben, was ich auch sehr gut finde, ist auf jeden Fall hier einiges dabei. Und damit könnt ihr dann einfach hier, wenn ihr irgendein Gerät öffnet, an den Kanten vom Gehäuse entlangfahren, sei es am Laptop oder am Handy. Und dann beschädigt ihr da auch nichts und ihr könnt es dann sozusagen ganz clever öffnen. Also auch hier sehr geschickt, dass hier alles mit drin ist. Wir gucken mal, was hier noch mit dabei ist. Hier haben wir jetzt also noch anscheinend so einen Magnetisierer und einen Demagnetisierer. Da kommen auf jeden Fall hier Sachen wie Schrauben und Co. magnetisieren oder demagnetisieren. Da müsst ihr einfach hier kurz durchhalten. Und ja, das sieht auch recht gut aus. Kann sich sehen lassen. Ist auf jeden Fall schön, dass hier sowas auch mit dabei ist. Das kommt jetzt hier alles wieder rein. Hier sind auch nochmal ein paar weitere Bits mit dabei. Und ja, die sehen auch gut aus, die scheinen hier etwas magnetischer zu sein, kommen jetzt wieder hier rein und dann würde ich sagen, haben wir im Grunde hier diese Seite mal abgehandelt und gehen mal kurz zur nächsten Seite über. Also, dann machen wir die mal kurz hier auf und schauen mal kurz, was hier drin ist. Und da haben wir jetzt hier schon zuallererst so eine kleine Pinzette, was auch sehr geschickt ist, die holen wir mal kurz raus. Damit könnt ihr dann im Grunde hier Schrauben oder sonstiges dann rausfriemeln und dann haben wir hier eine Anleitung dabei, da können wir auch schon sehen, was hier im Grunde alles mit dem Set enthalten ist.
Wir haben also hier diese ganzen Bits und dann haben wir hier im Grunde dann, was hier alles mit dabei ist. Ja, dann gehen wir also hier mal kurz auf die Seite ein und da haben wir jetzt hier verschiedene Werkzeuge drin. Zum einen haben wir jetzt hier diesen Schraubendreher. Dort kann man dann im Grunde die Bits einlegen. Ich hole den mal kurz raus und dann könnt ihr den auch schon sehen. So sieht er also aus. Hier vorne kommen dann die Bits von der Rückseite rein und dann könnt ihr hiermit im Grunde dann das Ding auf und zuschrauben. Was auch sehr schön ist, wir haben also hier zum einen können wir den frei drehen. Also ihr könnt jetzt hier den halten und das Ding frei drehen. Und wir können auch hier sozusagen dann das Ding verlängern, was auch wirklich sehr geschickt ist. Da könnt ihr das im Grunde auch komplett rausnehmen, wieder reinmachen. So. Und dann könnt ihr das hier auf die verschiedenen Größen variieren. Wenn ihr also was ganz Langes rausdrehen wollt, dann könnt ihr hier diese Größe nehmen und das hier rausdrehen. Und dann könnt ihr das hier wieder komplett zusammen machen. Sehr geschickt. Hier haben wir auch nochmal so ein kleines, so ein Drehkopf. Da könnt ihr also auch hier im Grunde das Ding so festhalten und dann so rausdrehen. Also alles, was im Grunde hier so ein Schraubendreher dann haben sollte. Hier nochmal eine gummierte Seite, damit auch hier ein sehr guter Halt entsteht. Ja, und dann haben wir hier nicht mehr allzu viel und könnt es getrost wieder hier reintun. So. Dann kommt hier als nächstes auch so ein kleiner Aufsatz raus. Ich hole den mal kurz raus. Und zwar haben wir jetzt hier so eine Art Drehgelenk. Da könnt ihr schon sehen, wenn wir jetzt hier im Grunde, ich hole gerade den nochmal kurz raus, da können wir jetzt hier im Grunde diesen Schraubendreher dran machen und haben wir so ein Drehgelenk. Und dann können wir auch hier über Kanten dann sozusagen dann Sachen aufschrauben, wo ihr ganz schwer rankommt. Und ja, also sehr geschickt, kann man auf jeden Fall auch öfters mal gut gebrauchen. Und da sage ich auch, dass es hier sehr schön ist, dass es dabei ist. Dann haben wir hier verschiedene Öffnungswerkzeuge. Ich hole mal vielleicht gerade kurz eins raus. Hier könnt ihr im Grunde dann solche ja, Smartphones oder auch andere Plastikgehäuse öffnen und ein bisschen aufhebeln. Und auch bei den anderen Werkzeugen kann man sich hier nicht beschweren. Da gibt es also auch hier verschiedene andere Möglichkeiten, wie ihr im Grunde hier die Sachen aufmachen könnt. Hier nochmal so ein kleiner, ja, so ein Saugnapf. Auch hier könnt ihr im Grunde zum Beispiel auf einer Smartphone-Rückseite das Ding befestigen und dann dran ziehen, damit es hier einfacher weggeht. Und auch hier so ein Simmecheck-Tool. Das ist ja auch ganz geschickt, dass das hier mit dran ist. So, hier oben dann nochmal so einen kleinen Bithalter. Und dann hole ich mal kurz raus. Na. So, der ist auch ein bisschen fest drin. So sieht er auch hier nochmal aus. Auch hier hochwertig gemacht. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Matte hier an, gucken, ob die magnetisch ist. Wir heben den mal so hin. Und da könnt ihr schon sehen, das Ding ist ein bisschen magnetisch. Klar, das hat ein hohes Gewicht, aber das Ding rutscht hier nicht runter. Ihr könnt also auch hier bequem die Schrauben ja, sozusagen anlegen. Kommen wir nun zum Fazit. Für knapp 16 Euro ist dieses Feinmechaniker-Schraubendreher, das hat auf jeden Fall sein Geld wert. Ihr habt ja sehr viele verschiedene kleine Bits drin, die ihr auf jeden Fall hier sehr gut benötigt, wenn ihr mal kleinere Elektrogeräte wie Smartphones, Laptops und Co. aufschrauben wollt. Und auch sonst gibt es hier wirklich eine sehr große Auswahl an Zubehör und sonstigen Tools, die auf hier jeden Fall sehr praktisch sind. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Für den Preis kann man sich hier nicht beschweren und ich denke mal, ich werde damit auch hier in Zukunft sehr viel Freude haben. Ich werde euch das Set selbstverständlich, wie vorhin auch schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut also mal rein, klickt mal jetzt den Link an und dann könnt ihr euch jetzt hier nach dem Video euch auch nochmal selbst über dieses Set informieren. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch hier mal einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald, euer Pascal.